Grüß euch, Leute, und herzlich willkommen zur dieswöchigen Grinding-Ausgabe hier mit WWE Champions. Leute, aber nicht nur WWE Champions, heute natürlich großes, brisantes Thema. Die letzte PK, sag ich mal, wir hatten die letzte Show seitens PlayStation 5, seitens Sony. Die neuen Games wurden angekündigt, natürlich auch der Preis und der Release der PlayStation 5. Und dann natürlich auch das ganze Debakel, was dann zur Vorbestellung und so weiter losgegangen ist. Und was ich für mich persönlich für Schlüsse daraus ziehe. Und ja, darüber wollen wir heute so ein kleines bisschen reden, was quasi so die Next Gen so angeht. Natürlich oft schon Thema gewesen in letzter Zeit, aber dazu gleich mehr. Ganz kurz, WWE Champion spezifisch, wir haben im Moment ein Event wieder am Start. Lacey Evans ist dieses Mal der Charakter, um den es geht im dieswöchigen Showdown-Event. Ihr seht es, die gute Ute ist bei mir im Roster drinne, von Scopely zur Verfügung gestellt, um euch Gameplay-Videos zu zeigen. Und ich werde das heute noch aufnehmen. Ich denke mal, morgen, spätestens übermorgen, habt ihr dann das Gameplay-Video für die Gute. Und dann werden wir uns die Lacey Evans mal ein bisschen genauer angucken. Ansonsten, wir waren im Roster gerade drin. Ich habe ja gesagt gehabt, ich möchte mich jetzt bei Champions wirklich erstmal darauf konzentrieren, Superstars, die ich habe, endlich mal zu leveln und dorthin zu bringen, wo ich sie gerne haben möchte. Ich habe zum Beispiel den guten Macho Man NWO, es ist der Trickster, der bei mir auf 5 Sterne gehen soll, wirklich jetzt cointechnisch gemaxt, die Manöver sind gemaxt, der Gute ist ready, hapert an 2 5 Sterne Goldmarken, aber er ist wenigstens erstmal fertig. Für Vince McMahon gilt dasselbe, auch für den guten Doink gilt dasselbe, Techniker, der auf 5 Sterne gehen soll. Leider Gottes ist das Spiel mir nicht so hold und möchte mir einfach die 4 Sterne Goldmarken nicht geben. Aber ist schon okay, ich kann warten, auf jeden Fall ist er erstmal cointechnisch gemaxt und manövertechnisch. Ricochet, auch cointechnisch jetzt fertig, der Akrobat, der hier natürlich nach oben gehen soll. Ja, das eine Manöver, die Poster sind da, soll natürlich auch nach oben gezogen werden. Und was natürlich auch für mich ganz geil ist, nämlich für den guten Godfather, sind die letzten Kills mit angekommen. Sprich, er kann jetzt bei mir auf 4 Sterne Gold gehen. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin mittlerweile sehr mit mir am Hadern, ob ich ihn auf 5 Sterne machen möchte. Weil das Ding beim Godfather ist, er profiliert sich natürlich damit, dass wenn du Vince McMahon sehr weit oben hast, er dann natürlich guten Schaden mit seinen Beutekisten macht. Das wird aber nicht mehr, wenn er jetzt auf 5 Sterne dann ist, sondern es ist allein abhängig von Vince McMahon. Deshalb sehe ich für mich persönlich gar nicht mehr so den Sinn, ihn jetzt auf 5 Sterne zu machen. Auf 4 Sterne Gold definitiv. Und er soll dort auch gemaxt werden, um halt sein volles Potenzial auszureizen. Vollkommen in Ordnung. Aber ob ich ihn dann letztendlich auf 5 Sterne mache, Leute, da bin ich mir wirklich noch nicht so ganz sicher. Und bin dann eher am Überlegen, das dann mit Fandango zu machen, wenn es dann irgendwann darum geht, auf 5 Sterne zu gehen. Aber 4 Sterne Gold definitiv Ziel. Und das soll mit dem Godfather auch erreicht werden. Bei den Powerhouse habe ich jetzt lange überlegt für mich, weil ihr seht, die waren jetzt cointechnisch gemaxt. Jetzt habe ich überlegt, gut, bei wen haue ich denn jetzt als nächstes meine Coins rein? Und ich habe ja immer so geredet gehabt, es soll beim Ultimate Warrior sein. Ich habe mich dann jetzt aber dagegen entschieden und werde das bei dem guten Kane machen. Da ich das Gear von Kane habe, ich sehr viele Splitter für ihn habe, um dann die Manöver gleich hochzuziehen, wenn er dann noch 5 Sterne sein sollte. Und wie habe ich meine Entscheidung begründet? Ich habe meine Entscheidung damit begründet, mit welchen Superstar spiele ich denn am meisten? Wenn es um Dailies geht, wenn es um Open-Touren geht, wenn es um Gauntlet-Blitz geht, alles so eine Geschichte, und da fiel meine Wahl komplett auf Kane. Und deshalb habe ich mir dann auch gesagt, ey, okay, warum solltest du dann jemanden hochziehen wie den Ultimate Warrior, den du wirklich nur nutzt und dich freust, wenn du ihn hast, wenn er in Events gefordert ist. Aber Kane nutze ich halt wirklich immer wieder, der meistgespielte Charakter in meinem Roster. Deshalb wird Kane auch auf 5 Sterne Bronze gehen bei mir als nächstes. Ihr seht, cointechnisch reicht es bei mir noch nicht aus, um alles, also um ihn auf Max zu machen. Aber ihr seht, mir fehlen bei den Powerhouses neben den 5 Sterne Goldmarken auch noch die 5 Sterne Silbermarken. Gut, die 4 Sterne Silber, um die mache ich mir am wenigsten Sorgen. Aber ihr seht ein bisschen, was es bei den Powerhouses noch zu tun. Aber er muss ja auch erstmal cointechnisch komplett vorbereitet werden. Und dann hoffe ich, dass dann irgendwann mal ein Talent abkommt, weil damit ich dann halt ein bisschen was machen kann. So, erstmal, damit ihr einen groben Abriss habt davon. Und ja,
Ich bin ganz ehrlich, ich fahre sehr gut mit dieser Methodik. Wir wollen gleich mal ein bisschen hier ins Event reingehen und können dadurch auch so einen kleinen Übergang schaffen zu dem, was ich heute mit euch bereden möchte. Wir wollen die Lacey Evans Tour ein bisschen spielen. Ihr seht, ich habe jetzt noch nicht so megamäßig viel dabei gemacht. Haben hier Contest Superstar Alexa Bliss am Start. Die ballern wir hier mal rein. Reicht, wenn wir hier einen Akrobaten noch mit reinmachen. Nehmen wir mal die gute Bailey und gehen hier mal in den Kampf. Ja. Ich fahre sehr gut, wie gesagt, mit dieser Taktik, dass ich einfach mal die Superstars, die ich habe, jetzt erstmal hochziehe. Weil bei mir ist wirklich so ziemlich der Schalter umgeswitcht worden, dass ich gar nicht mehr drauf erpicht bin, neue Superstars zu kriegen. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Superstars ihren Weg ins Game ja so haben. Wie zum Beispiel Lacey Evans, finde ich, ist ein ziemlich interessanter Charakter. Werden wir dann aber im Gameplay-Video sehen. Aber ich muss sie jetzt nicht haben, weil sie mich wirklich von meinen Plänen halt abbringt, die ich halt, was jetzt so Leveling der Superstars hat, angeht, halt Pläne, die ich habe, würde es verwerfen. Und ich möchte halt wirklich an diesen Plänen jetzt festhalten, um ganz einfach mal mein Roster mit den Sachen, wie ich sie habe, aufs nächste Level zu bringen. Das Ziel verfolge ich und da fahre ich sehr gut. Und es hat auch in dem Sinne zur Folge, wir hatten ja in der letzten Grinding-Ausgabe darüber geredet, jetzt hier mit Glücksspiel, Handy-Games und so weiter und so fort. Erstmal will ich da an der Stelle sagen, die Resonanz, die von euch kam, auf Discord im Kommentarbereich. Discord war irgendwie am krassesten gewesen, was dort an Nachrichten, ne? Also PNs dort halt an mich dort rangetreten ist, wirklich Leute, die gesagt haben, Mensch Christian, du hast sowas von recht, bei mir nimmt das manchmal auch Züge an, also so fast schon so Selbsthilfegruppenmäßig, die mir dann so gesagt haben, bei mir nimmt das auch Züge an, ich gebe viel zu viel aus im Monat und das hat sich so eingeschlichen, dass man das halt immer wieder macht. Und wirklich viele von euch haben dort, ja, sage ich jetzt mal so ein kleines bisschen ihr Herz ausgeschüttet, wo ich mich natürlich auch sehr geehrt gefühlt habe, dass ihr wirklich, ja, mich ausgesucht habt, dass ihr das macht. Und ja, deshalb wirklich vielen lieben Dank an euch, vor allem, dass ihr auch dass ihr eure Erfahrung, eure Meinung mit mir da geteilt habt und mich eigentlich in der Entscheidung, wie ich es für mich jetzt angegangen bin, was WWE Champions angeht, dass ihr mich darin bekräftigt habt, auf irgendeine andere Form, jeder auf seine Weise auch unterstützt und mir, so blöd wie es klingt, den Rücken stärkt. Das ist wirklich eine noble Geste von euch und viele haben auch dann wirklich gesagt, hier kannst du mal in meinen Roster gucken, Superstars, die ich halt wirklich mal hochziehen sollte und so. Ich mache sowas immer gerne, weil mir macht das auch wirklich Spaß, wenn Leute mir ihr Roster dann schicken. Und wenn ich dann die Zeit habe, gucke ich da sehr, sehr gerne mal drüber. Ist das nicht faszinierend, dass wir hier gar kein Match haben? Ja, gucke ich sehr gerne rüber, habe ich dann gern gemacht und habe dann wirklich bei einigen im Roster Superstars gesehen. Auch Leute, die jetzt Rosters haben, wie, also ich habe ja jetzt, gut, Lacey Evans ist dabei, ich glaube so 200 Superstars. Manche haben auch nur ein Roster mit 120 oder mit 110 Superstars. Aber da hat dann zum Beispiel ein Luke Gallows drin rumgeschlummert und so, der jetzt trainertechnisch nicht so unbedingt die Raritäten braucht, wo ich gleich gesagt habe, hier komm, baller alles bei Luke Gallows rein und mach den erstmal nach oben. Mit dem zockst du dann der Weg so weit, wie es geht und dann, wenn du das dann alles mal gespielt hast und aus den Events einfach das Maximum für dich rausholst, dann unterhalten wir uns wieder. Also wirklich, und so sehe ich auch gerade die Events wie jetzt mit Lacey Evans. Wie gesagt, ich brauche sie jetzt im Roster nicht. Klar wäre es cool, sie zu haben, aber ich habe eh nicht die Ressourcen, so hochzuziehen und wenn ich sie hätte, würde ich sie bei anderen jetzt reinstecken. Und deshalb sehe ich das jetzt eher so und denke mir so, oh, da habe ich vielleicht eine Chance, eine 4-Sterne-Goldmarke noch wieder zu holen. Oder ich habe vielleicht sogar eine Chance, mir eine 5-Sterne-Goldmarke zu holen oder 5-Sterne-Silber. Was weiß denn ich? Ich freue mich eher daran gerade. Und so sehe ich gerade die Events, also gar nicht wirklich diesen letzten Meilenstein, den gerne jeder haben möchte. Dieser Gedanken von, ich will alles haben, als Erster haben, ich bin weg davon. Und ich rede mit euch so darüber, weil wirklich letzte Grinding-Ausgabe, ich sage es immer wieder, meine wöchentliche Therapiestunde ist dieses Grinding-Format. Ich habe mich auf gut Deutsch ausgekotzt, es kam das Feedback von euch, ich habe eine Woche drüber nachgedacht und habe mir dann so richtig gedacht, dann hat es halt so wirklich Klick gemacht in mir und dann habe ich mir gesagt, ja, gut, jetzt ziehst du das so durch und ich vermisse gar nichts. Und ich habe auch wirklich, das ist Leute, die wirklich immer wieder Geld bei Champions und so weiter reinstecken, die wissen, was das bedeutet, wenn ich jetzt wirklich sage, dass ich diesen Monat mir bis jetzt nur dieses Starterpaket geholt hatte mit dem guten Pete Dunne und mehr war diesen Monat bei mir nicht gewesen. Und nee, ich lüge, ich habe bei diesem Team-Event, wo man dort für die Teammeilensteine jeder dort für 2 Euro oder sowas holen sollte, also konnte, das habe ich noch mitgemacht, aber das war's dann. Und ich
fühle mich so gut damit. Gut, was dann gaming-technisch natürlich bei mir diesen Monat mit dazugekommen ist, weil jetzt gehen die Herbstmonate los, ne? September, Oktober, November. Immer heiße Monate für uns Gamer, für uns Nerds, wo natürlich immer der geile Schissel rauskommt. Und so habe ich mir dann natürlich auch das ein oder andere Game dann halt geholt. Aber es hat sich in dem Sinne gut angefühlt, weil es mir, ich sage es jetzt mal so, finanziell nicht wehgetan hat, weil halt wirklich diese Ausgabe Champions halt weggefallen ist. Also das, ich genieße das gerade und ich stress mich auch gar nicht mehr so. Ich hatte die Woche auch, weil arbeitstechnisch war es so gewesen, oder ich hatte dann abends dann auch mal einfach Bock gehabt, NBA ein bisschen weiter zu zocken. Gestern Abend haben wir WWE 2K Battlegrounds zusammen im Stream gespielt, auch gut über 3 Stunden. Und da habe ich auch nicht mal meine Dailies in Champions geschafft. Da gab es dann halt wirklich Zeiten, wo ich mir gesagt habe, oh Gott, das hast du jetzt vergessen, dir geht jetzt so irgendwie was flöten. Aber ich sag's euch, wie es ist. Dann ist es so. Dann ist es halt einfach so, ne? Mir war halt einfach etwas anderes in diesem Moment wichtiger gewesen. Ah, die kriegt hier, die will hier grün und das kriegt die auch noch gleich. Ja, und deshalb, ich, wie gesagt, weil einige habe ich mitgekriegt, anhand der Fragen, die sie mir gestellt haben, kriegt das hier nicht in falschen Hals. Das Ding ist halt wirklich, mir macht dieses Spiel ungemein Spaß, ungemein Spaß. Also dieses Juwelengeschubse, das ist genau mein Ding. Es geht um Wrestling-Superstars, es geht um Sammeln und so weiter und so fort. Ist meins, bin ich dabei. Aber es geht halt auch ums Leveln. Und um das Leveln habe ich mich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr wenig gekümmert. Und das ist jetzt halt einfach mal dran bei mir. Ich muss mich jetzt einfach mal ums Leveling meiner Superstars kümmern. Und wenn das erledigt ist, was etliche Zeit in Anspruch nehmen wird, da können wir dann über andere Sachen wieder reden. Und so ist derzeit mein Plan. Deshalb, wie gesagt, Leute, versteht's nicht falsch, ne? Also, mein Spaß ist ungebrochen. Ich freue mich auch, das Gameplay-Video für Lacey Evans dann aufzunehmen und natürlich weiterhin auch mit Scopely zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darüber. Man wird natürlich sehen, kann man ja ehrlich sein, ob die das dann noch möchten mit so einer Meinung, wie ich sie jetzt hier habe als Content Creator, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Wird sich ganz einfach zeigen, aber ich möchte halt wirklich an dieser Stelle wirklich klar machen, ich verteufel dieses Spiel nicht. Im Gegenteil, es ist eins der Spiele, wo ich halt wirklich die letzten Jahre immer mit dabei war und das auch bleiben möchte. Ganz einfach. Und natürlich auch, wo ich weiterhin gerne Content für euch kreieren möchte, weiterhin Streams gerne machen möchte, wenn dann wieder Faction Feud ist, die guten klassischen Rage-Momente dann losgehen. Leute, darauf freue ich mich, das macht mir ungemein Spaß und das werden wir auch alles schön so beibehalten. Macht euch dort wirklich überhaupt keine Sorge. Ich habe halt ganz einfach nur mein Kauf- und Konsumverhalten in Champions ein bisschen geändert, aber weiterspielen werde ich es trotzdem. So, Kauf- und Konsumverhalten ist eigentlich der perfekte Übergang jetzt zum nächsten Thema, wenn wir jetzt zu Next Gen übergehen. Ich trinke nur mal ganz kurz einen Schluck. Ich bin echt am Überlegen, wie ich jetzt anfange. Also, wir hatten ja am, war es Donnerstag? Donnerstag oder Mittwoch, Mensch Leute, ich weiß es schon gar nicht mehr, war ja, ja, auf gut Deutsch die State of Play, wir haben gesehen, neue Titel, wir haben auch ein bisschen Gameplay gesehen, was ich ziemlich nice fand, gerade Demon's Souls, muss ich wirklich sagen, da lecke ich mir jetzt wirklich die Finger danach, ich werde dieses Spiel wieder verfluchen, wenn ich es irgendwann spiele, aber es sah wirklich genial aus und ich freue mich megamäßig auf Demon's Souls, muss ich wirklich so sagen. Ja, dann ist natürlich das richtig krasse passiert. Ich wollte gerade sagen, die Katze aus dem Sack, aber es hat ja jeder mitgekriegt. Dann hieß es, seht da, so war es nämlich gewesen. Am 16. war die Pressekonferenz und dann am 17. hieß es, startet der Vorverkauf. Genau so war es gewesen. Was ist passiert? Was ist passiert? Natürlich mit Ende der Pressekonferenz ist dann natürlich sofort der Vorverkauf losgegangen. Ich glaube, die ersten waren Walmart bei die Amis dann gewesen, Amazon dann direkt nachgezogen und dann bei uns natürlich dann auch hier Expert, Mediamarkt, Saturn, Otto war da ein bisschen später, so wie ich das mitgekriegt habe. Überall so diese Online-Händler, wo du, GameStop dasselbe, wo du dir halt deine PlayStation 5 vorbestellen konntest. Ich bin an dem Donnerstag früh, ich stehe ja immer so gegen um 5 auf
und habe dann bei Amazon reingeguckt gehabt und habe dann wirklich gesehen, oh ja, die mit Laufwerk ausverkauft, die Digital war dann noch da gewesen, die hätte man sich tatsächlich noch vorbestellen können. Ja, ich habe mir dann aber gesagt, oh, will ich wirklich die Digital haben, Digital Edition haben? Mittlerweile sage ich ehrlich gesagt ja, da reden wir dann gerne gleich nochmal drüber. Hätte ich dort auf gut Deutsch wirklich auf Vorbestellen schon klicken können, aber ich war mir halt wirklich noch nicht so sicher, was ich halt machen möchte. So, jetzt ist natürlich der Fall, dass man sich gar keine PlayStation 5 mehr vorbestellen kann, ne? Wirklich an alle die, die ja nach der Pressekonferenz dann wirklich eine Vorbestellung tätigen konnten, sage ich wirklich herzlichen Glückwunsch. Viele haben mir dann aber auch, muss ich wirklich sagen, da war ich dann auch wirklich sackig gewesen und habe dann auch manchmal ein bisschen pissig reagiert und habe gesagt, was willst du mir jetzt damit sagen? Die dann halt wirklich gesagt haben, hier Christian, ich habe mir eine PlayStation 5 vorbestellt, hast du auch eine gekriegt? Was ja erstmal eine nette Frage ist. Und ich dann halt so, nee, ich war halt leider zu spät, ich habe halt keine gekriegt. Und wo dann halt wirklich dann als nächste Antwort kam, na das ist ja blöd, ich habe eine. Und du denkst dir dann so, ja, wenn dir das einer schreibt, ist in Ordnung, aber wenn das dann 10, 20 machen, denkst du dir am Ende dann beim letzten, oh, dann leck mich doch am Arsch, du Vogel. Es ist ganz einfach so. Und ja, wie gesagt, ich habe mir ja die Pressekonferenz nicht angeguckt gehabt, weil ich halt ganz einfach ins Bett dann musste. Also ich muss ja dann halt immer frühs raus und habe sie mir deswegen dann nicht angeguckt. Das ist halt mein Nachteil, dass ich keine Nachteule bin und ja, deshalb natürlich die Vorbestellung nicht tätigen konnte. Ich sage aber ganz ehrlich, Leute, das war die erste Vorbestellungshusche gewesen. Es wird ein neues Kontingent geben, wo man sich was vorbestellen kann. Es wird Bundles geben, wieder so eine Bundles, wo es heißt hier, da sind zwei Controller dabei, da ist vielleicht eine Ladestation mit dabei, da ist auf gut Deutsch das ganze Zubehör mit dabei. Auch so eine Sachen wird man wieder vorbestellen können. Ab nächste Woche kann man die Xbox Series X vorbestellen. Viele werden sich dann sagen, okay, ich nehme dann die und bestelle die lieber wieder ab, weil Frauchen zu Hause sagt, Bede gibt's ne, such dir eine aus. Und dann auch sowas wird's alles geben. Und deshalb, ich bleib da sowas von ruhig und ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe erst heute hier meinen, ich nenn's jetzt mal meinen Arbeitsplatz hier aufgeräumt, wo ich halt auch aufnehme und wo mein Monitor steht, mein Laptop, meine Konsolen und so weiter und wo dann halt alles hier für YouTube vorbereitet ist und so weiter und hab da einfach mal so ein bisschen klar Schiff gemacht und hab halt wirklich dann wieder gemerkt, weil ich dann auch meinen Schrank hinten das Zeug so reingeräumt hab, was hier alles rumlag und hab dann für mich wieder gesagt, Christian, du hast viel zu viel Scheiß und ich sag jetzt nicht zu 100%, dass ich es machen werde. Ich werde es ganz einfach sehen. Ich bin ja auch ein ziemlich spontaner Mensch und auch ziemlich sprunghaft, was meine Meinung angeht. Das ist halt so ein kleines Laster, was ich habe. Seht es mir nicht nach. Kein Mensch ist perfekt. Und aber Stand jetzt ist halt wirklich, gerade wo ich dieses Aufräumen hier gemacht habe, habe ich mir gesagt, komm, hol dir, wenn die PlayStation 5 kommt, die Digital-Only-Variante. Weil ich natürlich auch ziemlich mit dem Gedanken hadere und mit dem Gedanken spekuliere, mir halt auch eine Xbox Series X zu holen. Ich möchte halt auch mal den Sprung zu Microsoft mitmachen, weil ich noch nie selber eine Xbox-Konsole besessen habe und ich natürlich auch, mir meine Meinung auch gerne darüber bilden möchte, was Microsoft angeht und ich möchte mir den Game Pass angucken und ich habe ja natürlich, dadurch, dass ich keine Xbox One hatte und die Xbox Series X ist abwärtskompatibel, natürlich eine ziemlich große Flut an Spiele, auch wirklich Exklusivtitel. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Forza gespielt, ich will unbedingt mal Forza spielen, möchte unbedingt Halo spielen, möchte unbedingt Gears spielen. Das sind alles so eine Spiele und ich würde für mich halt gerne diese Xbox Series X dafür nutzen, um das dann halt zu machen. Dann ist jetzt das Ding, jetzt ist es natürlich so, die Xbox Series X hat ein Laufwerk und gerade wenn es dann um Abwärtskompatibilität geht, klar, durch den Game Pass natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber werde ich dann natürlich vermehrt mir Xbox-Spiele holen. Und habe mir dann so gesagt, na okay, wenn dann wirklich mal ein PlayStation 5 exklusives Spiel rauskommt, ne, es war ja die Ankündigung von dem neuen God of War Ragnarok gewesen, da habe ich ja schon einen kleinen Ständer gehabt. Aber da habe ich mir dann auch gesagt, ich habe wirklich kein Problem damit, mir das dann digital zu holen. Und ja, wenn die Leute dann sagen, na, du bezahlst aber 10 Euro mehr, ist vollkommen in Ordnung, aber ich tue mein Regal nicht mehr weiter zumüllen. Ich bin eh am überlegen, dort in dem Regal mal richtig klar Schiff zu machen und dort wirklich auszusieben, so mit Zeug, was ich halt wirklich nicht mehr benötige. Also ich habe da wirklich Gedankengänge im Kopf, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil es ist einfach zu viel, was ich sammeltechnisch hier angehäuft hat. Und ich
Ja, ich freue mich darüber, dass ich das alles habe, aber bei mir ist gerade so eher dieses Gefühl, einfach dieses Innerliche, dass ich darin auf gut Deutsch, ja, ersticke. Und das möchte ich nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich mir jetzt eine Xbox Series X hole, mit den Spielen, die dann noch hinten im Regal stehen, und darüber hinaus dann die PlayStation 5 mit Laufwerk und die ganzen Hüllen da auch noch hier hinten stehen, klar wäre ich dann, wenn es dann darum geht, ein Assassin's Creed zu holen, ein Far Cry zu holen, wo man dann Bock drauf hat, das hole ich mir dann natürlich Retail für die Xbox. Und ja, und wenn es dann um so exklusive Titel geht, ach nee, dann lieber so ins Regal stellen. Und deshalb bei mir der derzeitige Gedankengang, dass ich dann doch lieber mir bei der PlayStation wirklich die Digital-Only-Variante hole. Frage jetzt dann natürlich nur, wie das dann läuft mit dem Speicherplatz, ob man da ein bisschen noch was machen kann. 1 Terabyte ist viel, Leute, also oder die 825, was übrig bleibt. Das wird sich dann zeigen, aber ich will wirklich einfach ein bisschen dazu übergehen, dass ich aufhöre, mir dieses Zimmer hier einfach immer weiter zu müllen und alles vollzustellen, weil es für mich irgendwie dann nicht mehr so richtig bequem ist. Ich möchte auch bei dem Regal hier hinter mir auf gut Deutsch, wenn ich irgendwann mal die Zeit habe, mir wirklich eine Kiste nehmen und wirklich Spiele, die mir nicht wichtig sind, die man halt einfach nur hat, in eine Kiste machen und in den Keller stellen. Ich will die wirklich nicht verkaufen, ich will die nicht verschenken oder so, weil jeder hat dann mal wieder eine andere Phase in seinem Leben, wo vielleicht sein Sammelwahn wieder voll geweckt ist und man wieder einsteigen möchte. Und wir als Sammler, wir kennen es nur zu gut, dass wenn wir dann so eine Aktion machen, wo wir dann unser Zeug verschenken, verkaufen, dass dann irgendwann die Situation kommt, in ein paar Jahren, wo man dann sagt, oh Gott, war scheiße, dass du das gemacht hast, weil wäre schön, wenn du es jetzt hier wieder da hättest. Deshalb, und weil ich das halt schon mal durch hatte, wo es damals um die PlayStation 1 geht, wo ich damals alles weggegeben habe, wo ich mich jetzt ärgere wie Sau, will ich das ganz einfach nicht nochmal haben. Deshalb, ich verkaufe hier nichts, tausche hier nichts. Das wird ganz einfach ordentlich in die Kiste verpackt und kommt dann erstmal in den Keller. Klar sagt man dann auch immer, wenn es in den Keller geht, aus den Augen, aus dem Sinn, ist eine andere Geschichte. Aber halt wirklich das auf ein Sammelsorium hier hinten beschränken, wo... Ja, was mir halt wirklich wichtig ist. Weil de facto ist es jetzt so, bei der Aufteilung, die ich hier hinter mir im Regal habe, ich kann nicht ein einziges PlayStation-Spiel noch dazustellen. Nicht ein einziges, geschweige denn, wenn es dann wirklich in die Next-Gen irgendwann geht und die Xbox-Spiele dann jetzt hier anfangen werden, sich einzureihen, sagen wir es mal so. Ich hoffe natürlich nicht so viel, ich möchte da wirklich schön viel den Game Pass nutzen. Und ja, da... muss ich mir echt was einfallen lassen, weil mir sind dann wirklich lieber zum Beispiel hier so hinter mir, so muss ich zeigen, meine Wrestling-Figuren so ein kleines bisschen wichtiger wie noch 5, 6 andere Hüllen da hinten, ne? Das sage ich ganz ehrlich. Ja, und das sind so halt so die Gedankengänge, die ich da gerade habe, aber wir wollten nochmal kurz darüber gehen zu diesen Vorbesteller-Aktionen. Ich habe mich dann wirklich, wie gesagt, erstmal geärgert hier, okay, konntest hier keine vorbestellen, aber habe mir dann auch gleich so gesagt, hier komm, wir werden sehen, wie es bei der Xbox Series X laufen wird, ob du dort eine kriegst und weil ich kann sowieso, weil ich glaube, die PlayStation 5 kommt dann halt, glaube ich, am 19. November und die Series X dann, glaube ich, einen Tag später, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich gehe hier mal gerade in meinen Kalender, genau, die PlayStation 5 kommt am 19., das ist ein Donnerstag, also ich muss dort sowieso arbeiten gehen und hätte dort gar nichts von der Konsole. Freitags ist dann natürlich wieder besser, da ist dann das Wochenende, aber wenn ich dann zum Beispiel freitags eine Xbox Series X kriegen würde, hätte ich dann am Wochenende sowieso damit zu tun und könnte sowieso nicht beide Konsolen jetzt gleichzeitig bedienen, füttern, spielen. Deshalb bin ich dort ganz entspannt und wenn halt dann irgendwann zum Ende dieses Jahres, ich sag's mal zu Weihnachten, die PlayStation 5 dann halt dazu kommt, Leute, dann ist das so. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich finde es so krass, was in den Menschen dann wieder losgelöst wurde bei Social Media. Ich habe leider wieder mal den Fehler gemacht und so ein bisschen bei Facebook gelesen und auf Twitter und was sich manche Leute da wirklich aufgeregt haben, wegen, ja, dass sie jetzt nicht wissen, was sie machen sollen und dass sie die direkt zum Release haben sollen und was weiß ich nicht alles und für die da wirklich eine Welt zusammengebrochen ist und ich ja sowieso durch das, was ich schicksalsschlagtechnisch so in der Familie vielleicht dieses Jahr wieder erlebt hatte vor geraumer Zeit, ich mir da wirklich sage, es gibt
echt wichtigere Dinge, als überall der Erste zu sein, der Beste zu sein oder alles zu haben. Es gibt wirklich Wichtigeres, Leute. Und wenn ihr ganz einfach dann eine PlayStation 5, sagen wir mal, 1, 2 oder selbst 3, 4 Wochen nach dem Release erst habt, Leute, das Leben geht weiter. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr, wenn ihr eine PlayStation 4 noch habt oder eine Xbox, was weiß ich, ihr werdet so viele Spiele noch haben, die ungespielt sind und so weiter und so fort. Klar, ich kenn's doch selber. Man will immer das Aktuelle spielen und so weiter. Ich kenn's doch selber. Aber so, wir müssen... Guck mal, wenn die PlayStation 5 dann da ist, auf gut Deutsch, kannst du dir diese ganzen PlayStation 4 Spiele, die hier hinten stehen, die könnte ich dann auf gut Deutsch alle in den Keller stellen, weil ich werde sie mit dem Arsch nicht angucken, nicht anfassen. Man wird vielleicht mal ein, zwei reinmachen, weil man sagt, okay, wie sieht denn das jetzt aus auf der PlayStation 5? Wird man machen. Aber mehr halt auch nicht, weil man will dann natürlich den neuen Schissel spielen. Ich zum Beispiel sage bei PlayStation 5, ich bin zurzeit, am meisten gehypt auf Demon's Souls als Beispiel. Das ist jetzt so mein Ding, was ich hier gerne auf der PlayStation 5 spielen möchte. Auch wieder das, die Sache, wenn es nur für die PlayStation 5 rauskommt, ich habe kein Problem damit, mir das dann digital zu. Wirklich alles okay. Alles okay. Und ja, aber ich kann halt auch einfach warten. Ich kann halt auch einfach warten, wenn ich einfach überlege, was wir zurzeit spielen. Marvel Avengers, ich möchte das so gerne durchspielen. Ich habe megamäßig Spaß an NBA 2K21, weil ich mich langsam reinfuchse, weil das Spiel wirklich an Schwierigkeit bei My Team wirklich zugenommen hat, gerade was Defense angeht, aber ich fuchse mich so langsam rein und habe dort gerade sehr, sehr viel Spaß mit, dann EA Sports UFC, megamäßig viel Spaß, Tony Hawk habe ich bis jetzt zweimal gespielt, so gehypt gewesen, so, ja, ich habe mich so gefreut auf das Spiel und habe es bis jetzt zweimal in der Konsole gehabt. Ich fühle mich da schlecht. Ich fühle mich da schlecht. Wirklich, ich tue da auf diese Art und Weise Spiele wirklich unter Wert verkaufen mit der Arbeit, die Entwickler und irgendwelche Menschen dort reingesteckt haben. Man tut das nicht würdigen. Und erst recht, wenn dann die PlayStation 5 kommt, alles andere ist dann auf einmal ausgeblendet und die PlayStation 4-Dinger, die gehen aus dem Sinn. Deshalb, klar, wenn ich es hinkriege, mir bis dahin noch eine mit vorzubestellen und die ist dann mit da, vollkommen cool. Ob ich es am Release-Tag gleich auspacken werde, spielen werde, ist jetzt eine ganz andere Geschichte, zumal es unter der Woche ist. Das wird sich dann zeigen. Aber ich bleibe, was das angeht, wirklich gechillt, weil gerade ich genug anderen Schüssel noch habe und vor allem diesen Schüssel auch gerne mit euch auf Twitch oder in Videos noch und alles sowas verpacke. Und ja, klar, Content Creator und so sind immer erpicht, dann immer mit einer der Ersten zu sein. Ihr glaubt gar nicht, was los sein wird, wenn die PlayStation 5 rauskommt. Unboxing-Videos noch und nöcher. Und dann gucken dann eher alle die in die Röhre, die keine gekriegt haben und sind dann eher stinkig. Also ich denke mal, da wird es Daumen runterhageln, da bin ich mir ganz sicher. Aber die Content-Creatorschaft ist darauf natürlich erpicht. Oder wenn dann irgendwelche Spiele kommen, sofort Stream, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Natürlich gewinnt man so Reichweite und natürlich kommt man so nach vorne, wenn man immer wieder versucht, mit einer der Ersten und Schnellsten zu sein. Aber ich finde, irgendwann machst du dir halt deinen Kopf damit kaputt. Und vielleicht ist es halt ganz einfach so. Du hast was, bis ich den einen Tag ein bisschen schlecht geschissen und weißt, okay, heute kommt, sagen wir mal, Demon's Souls raus. Und du stehst früh auf und gehst da auf Arbeit und machst deinen Schüssel und merkst du über den Tag, oh, eigentlich bin ich ganz schön geschlaucht, mir geht's nicht so gut, ich hab zwar Bock zu zocken, ne? Aber muss es sowas wie ein Demon's Souls sein, dann doch lieber, was weiß ich, ein altes Super Mario nochmal spielen, jetzt einfach mal nur so als Beispiel, dann solltest du das auch machen, weil keiner deiner Zuschauer, der ist, ja, der freut sich darüber, dich dann zu sehen mit Sachen, die du dir halt irgendwie erzwingst, versteht mich nicht falsch, ne? Und aber es muss wirklich jeder selber entscheiden. Ich für mich bin dort wirklich, was das angeht, ein bisschen gesettelter, ein bisschen geerdeter in letzter Zeit. Also die letzten Wochen haben mir gedankentechnisch und feedbacktechnisch auch durch euch sowas von gut getan, dass ich da wirklich ganz einfach ein bisschen runterschraube und ja, halt wirklich das mache, worauf man Lust hat und gut ist. Und damit hat sich die Laube. Und auch wenn ich jetzt hier so sitze und auch hier mal meinen Arbeitsplatz einfach mal so ein kleines bisschen umgeräumt habe, gut, für euch sieht es immer noch ganz genauso aus, aber ich sehe es ja hier, was vor mir alles los ist. Ich fühle mich hier gleich wohler. Und warum fühle ich mich wohler? Weil es gecleanter ist. Weil nicht mehr so viel Scheiß rumsteht. Es ist ganz einfach so.
Ich habe wirklich auch schon, das habe ich ja auch schon im Grinding gesagt, überlegt gehabt, das Regal weg hinter mir. Viele von euch, die selber Sammler sind und so, ich weiß gar nicht mehr, war es denn gewesen, der WWE-Investor, der sagt, er hätte gern einfach ein Poster an der Wand von diesem Regal, was dort hinter mir steht. Aber ja, es ehrt mich in irgendeiner Form und ich schmunzel da auch ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, mir würde es gerade nicht wehtun, wenn das alles nicht da wäre. Es würde mir halt einfach nicht wehtun und mir geht's gut damit, das zu sagen. Es ändert ja aber absolut nichts an meiner Leidenschaft für Videospiele und dass ich einfach gerne zocke. Das ändert ja absolut nichts. Es ist halt einfach nur das Zugemülle meiner Wohnung, meines Zimmers, was mich ganz einfach ein kleines bisschen stört. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, was ich hier habe. Ach, Leute. Aber trotzdem, durchs Internet, das zieht ja jetzt gerade eine Welle des Hasses gegenüber Sony, wohingegen ich mir wirklich sagen muss, ich habe mir da auf einen Videovorschlag hin von einem Zuschauer, der das bei Dash FM dort auf dem Discord irgendwie gefunden hat, der hat mir gesagt, hier Christian, komm, guck dir mal das Video an. War ein Amerikaner, der auf gut Deutsch seine, warum sage ich immer so oft auf gut Deutsch heute, der Video darüber gemacht hat, warum dieser Zug von Sony vielleicht gar nicht so schlecht war, dass einfach auf gut Deutsch, ich wollte schon wieder sagen, das einfach so zu starten, diesen Vorverkauf vor, sag ich mal offiziell, diesem 17., obwohl es ja eigentlich der 17. war, es war 0 Uhr in Deutschland, aber halt nicht in Amerika. Und ja, warum das gut ist. Und ich muss diese Meinung bekräftigen, ich sehe es ein, ich verstehe es. Nämlich, es geht um die Reseller. Selbst jetzt, ich habe mir selber den Spaß gemacht, könnt ihr euch ja auch mal machen, geht ruhig mal bei eBay rein und guckt mal, für was für Geld jetzt eine PlayStation 5 Vorbestellung weggeht. Also eine Digital Edition, das krasseste, was ich gesehen habe, waren glaube 950 Euro und bei ENA mit Laufwerk waren 1200 Euro. Das waren so die Werte, das krasseste, was ich gesehen habe. Die meisten waren auch glaube ich so bei 800, 700. Für 600 hat man auch ein paar gesehen. Aber dem Ganzen ist man dadurch natürlich komplett entgegengewirkt. Es gibt so eine Leute, natürlich, die das trotzdem machen, die halt gewartet haben, die PK, und dann natürlich drauf gewartet haben, dass jetzt der Vorverkauf losgeht. Aber die meisten sind halt wirklich davon dann ausgegangen, hier, komm, das ist dann morgen, wir müssen dann alle da sitzen an unsere Rechner und dann hier wirklich Reseller-technisch dann fungieren und ganz viele Geräte vorbestellen, die wir dann halt wieder neu verkaufen. Und der ganzen Geschichte ist Sony darüber, dass das halt wirklich überraschend kam, aus dem Weg gegangen. Man muss dann halt wirklich so sagen, okay, die Leute, die jetzt eine vorbestellen konnten, die hatten halt wirklich Glück gehabt und es gibt halt noch mehr Leute, die es geschafft haben, sich eine vorzubestellen, als jetzt irgendwie solche Reseller, die dann halt natürlich jede Menge Posten aufkaufen und wirklich die Spielerschaft, die einfach nur ein Gerät haben möchte, guckt dann halt einfach in die Röhre. Damit ist man der Sache ein kleines bisschen aus dem Weg gegangen. Aber Leute, lasst euch mal eins gesagt sein. Wir wissen es doch alle. Punkte. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Hätte ich mir eine vorbestellen können, hätte ich es auch getan. Aber man muss nicht traurig sein, wenn es nicht so ist. Wie gesagt, erstens ist Haufen Geld direkt jetzt vor Weihnachten. Dann, man weiß nie, was für Fehler die ersten Modelle so haben werden. Zweitens, macht euch keinen Kopf, ihr werdet dieses Jahr schon noch eine kriegen, Leute. Das Weihnachtsgeschäft geht dann erst Mitte, Ende November los. Sony wird erpicht sein, dass dort noch möglichst viele Modelle verkauft werden vor Weihnachten und erst recht zu Weihnachten. Weil natürlich die ganzen Entwickler, die wollen ja auch ihre Spiele vertreiben, ihre Spiele verkaufen. Und wenn natürlich nicht genug Playstations jetzt halt im Umlauf sind und dadurch halt natürlich der Gewinn in der Richtung dann ein bisschen minimiert wird, ist doch logisch, dass Sony da sehr erpicht drauf sein wird, dass man dort eine Konsole halt hat, damit man halt sein Geld ausgeben kann für Spiele, Zubehör etc. Bleibt ganz ruhig. Ich bin deshalb auch ganz ruhig. Ich bin vollkommen cool. Und selbst wo ich einfach nur gesehen habe, dass dort eventuell noch so eine Black Edition kommen soll von der PlayStation, ne? Da ist ja gleich mein Herz höher geschlagen. Ich habe zwar gelesen, dass man diese weißen Blenden an der Seite ohne Probleme dann eventuell austauschen kann, wird sich zeigen einfach. Oh, Contest, Natalia? Ah, muss ich das so machen? Natalia vorne? Oh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und diese Blacks Edition, die hat mir schon gefallen. Und vielleicht wird es ja auch dann irgendwann mal ein schönes Bundle geben. Weißt du doch nicht. Weißt du doch nicht. Bleib ganz ruhig, Leute. Bleib ganz ruhig. Der Vorverkauf, man sagt es nicht umsonst, ist erst gestartet. Ist erst losgegangen. Und
Ich sowieso, der dann da sitzt und sagt, oh, ich habe auch Bock auf eine Xbox Series X. Und bei dem Hype, der dort jetzt war und den ganzen Vorbestellungen, das Blöde ist, du weißt halt wirklich nicht, was für Zahlen. Ja, es ist ausverkauft bei Amazon, es ist ausverkauft bei Mediamarkt, blabliblablub. Man weiß ja aber nicht, wie viele Geräte haben die da jetzt zur Verfügung gestellt gekriegt. Um was für eine Zahl reden wir da? Reden wir da von 10.000 Modellen? Reden wir von 15.000 Modellen? Reden wir, was weiß ich, bei Mediamarkt vielleicht nur online-mäßig von 1.000? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier gibt es vielleicht Leute mit Insiderwissen. Tät mich natürlich brennend interessieren. Haut's ruhig raus hier. Oder der gute Terrorbrezel, ich grüße Sie an der Stelle, ist Verkäufer. Der weiß garantiert so ordentlich, wie der Hase läuft hier. Bin ich mir ganz sicher. Deshalb, bleibt ruhig. Es ist erst losgegangen. Ich möchte euch wirklich da ein bisschen beruhigen in dieser Geschichte. Und ja. Und ich habe auch, wenn ich dran denke, wegen Xbox, halt wirklich, weil es für mich der Einstieg ist. Gears, Forza, alles so eine Dinger. Ich habe da so einen Bock drauf. Oder einfach dann Hellblade 2 zu spielen. Also alles so eine Sache. Was ist denn jetzt hier los? Die Lana, die geht mir ja hier richtig auf Schwein hier. Können wir uns mal drauf einigen, dass ich hier jetzt hier auch mal darf? Meine Fresse, du. Ja, deshalb. Ich habe auch keine gekriegt. An alle die, die sich eine vorbestellen konnten, herzlichen Glückwunsch. Der Faktor, dass ich hier keine Nachteule bin, hat da so ein bisschen dagegen gesprochen, dass ich halt eine Vorbestellung tätigen konnte. Aber jetzt reflektierend betrachtet, finde ich es nicht schlimm. Sogar in der Richtung nicht schlimm, dass ich mir sage, es muss nicht die mit Laufwerk sein. Und die Digital-Only-Variante reicht mir aus, auch wenn ich dann 10 Euro mehr für ein Spiel ausgebe. Aber, also wenn ich es digital kaufe. Aber ich müll mein Zimmer nicht weiter zu, weil ich höchstwahrscheinlich, ja, durch die Xbox-Konsole dadurch dann halt ein paar Hüllen hier mehr mit am Start haben werde. Das, wenigstens diese Erkenntnis war dann da. Und man muss einfach mal so sagen, du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es ist einfach so, ihr Lieben. Es ist einfach so. Ah, das war ein ganz schöner Schreck. Ich auch diese Flut an Nachrichten, die ich gekriegt habe. Wahnsinn. Wahnsinn, was die Leute dann wirklich die... Und die oh, was ist da bei Social Media? Was da wieder los war? Ich sag's halt, übrigens, ich habe eine Mütze auf, weil ich nämlich einen Mordspickel auf der Stirn habe. Der geht keinen von euch was an. Deshalb heute mal wieder mit Mütze. Ja, was du bei Social Media gesehen hast, Leute, die sich dann profiliert haben, ah, ich konnte eine bestellen und du nicht und das Problem ist immer, vielleicht haben die es gar nicht so gemeint, aber das geschriebene Wort, das kommt halt immer so blöde rüber, als jetzt das gesprochene Wort, es ist halt so, ach, kommt halt immer komisch an. So, was brauche ich jetzt hier, was Bestimmtes oder was? Nee. Naja, zum Glück kann ich hier mit der guten Stephanie ein bisschen was machen. Ja. Deshalb, das ist Wahnsinn, was seit Ende der Woche passiert. Ich bin sowas von gespannt, wie der Vorverkauf der Xbox Series X laufen wird. Ich glaube nicht, dass so viele Reseller, weil da wissen wir offiziell, dass morgen, am 19., am 21. geht morgen nicht, übermorgen der Vorverkauf los. Ich glaube am 21., wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Xbox Series X werden sich nicht so viele Reseller direkt holen. Das glaube ich nicht. Deshalb bin ich ganz froh. Da gucke ich mir halt die an. Erst. Und danach die PlayStation 5. Vollkommen okay. Da muss ich dann auch noch hier gucken, weil hier, wie mit meinem Arbeitsplatz hier, klar, die PlayStation 4, ich glaube nicht, dass sie direkt weichen wird, weil ich glaube, wir werden nicht mit unseren ganzen Projekten durch sein, jetzt hier auf Twitch und YouTube etc., wenn ich alleine nur schon an SnowRunner denke. Deshalb wird die PlayStation 4 hier, denke ich mal, nur eine Weile stehen bleiben. Ich glaube, ich möchte hier meinen Monitor... Den möchte ich hier irgendwie noch an die Wand hängen, dass ich darunter dann wieder ein bisschen Platz habe. Ja, ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Ideen, wie ich hier ja, ein bisschen Platz halt schaffen möchte, um mich ganz einfach hier noch wohler zu fühlen an diesem Platz, wie ich es jetzt ohnehin schon mache. Aber wie gesagt, das wird zu viel hier. Das wird zu viel. Ich bin so froh, dass ich bei mir das Zeug, was ich habe... wirklich auf diesen Schrank jetzt erstmal beschränkt. Ich habe zwar hier über mir noch ein ganzes Regal, wo meine ganzen Assassin's Creed Figuren stehen. Die sind mir auch lieb und teuer, die möchte ich dort gerne stehen lassen. Ne? Aber wenn ich dort hinten in der Ecke sehe, hier diese Collector's Edition von... Ach, was steht dort? Ni No Kuni, Sekiro... Ja, steht dann hier da. Man ist dort stolz darauf, ne? Aber mir gibt's irgendwie nichts. Dort oben steht meine OVP von einem ganz alten Nintendo NES. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das muss natürlich stehen bleiben.
Wie zu niedrig, was ist denn hier los? Ach so, alles klar. Ja, aber ein bisschen drosseln, ein bisschen drosseln. Also so wirklich, man kann es, deshalb kann man es so wunderbar adaptieren, gerade hier mit Champions, wo das bei mir gerade auch so ist. So dieses Drosseln und sich wirklich auf das beschränken, was du hast und erstmal daraus das Beste rausholen. Und dann können wir uns um neue Sachen kümmern. Es ist perfekt, kann man das gerade ummünzen auf diese ganze andere Geschichte. Ich glaube, aber dieses Mindset hat sich wirklich entwickelt, halt durch diese Krankheitsgeschichte in der Familie, dass du halt wirklich da sagst, nee, ich glaube, ich tue jetzt hier erstmal einen Turn hier das Gelb nehmen, auch wenn sie mir, ich weiß es nicht. Ich muss es riskieren. Vielleicht rutscht ja was Gelbes ein bisschen nach. Hat halt er das Ganze. Aber alles cool, alles cool. Ist gut gefallen. Gut, jetzt kriegt man hier trotzdem erstmal auf Mütze. Ja. Ich hänge bei Champions auch übelst bei den Touren hinterher. Das ist einfach irre. Es ist irre. Ja, heute möchte ich, weil wir gestern ja WWE 2K Battlegrounds gestreamt haben und dann viele auch gefragt haben, hier, streamst du heute wieder? Nee, heute definitiv nicht. Ich möchte heute das Gameplay-Video zu Lacey noch gerne aufnehmen. Muss dringend SnowRunner-Folgen nachschneiden, sagen wir es mal so. Ich habe zwar die Streams runtergeladen, dann muss ich aber trotzdem noch hier bei meiner Videobearbeitung das dann halt stückeln. Also erstmal nochmal Probe gucken, stückeln, die Folgen festlegen, die Zeiten, Titel für die Folgen festlegen. Das muss ich heute auch noch ein bisschen mal machen. Und nebenbei, da bin ich ganz ehrlich, freue mich aber wie die Sau, werde ich schön NBA dann ein bisschen zocken, während der Rechner dann hier quasi immer zu tun hat. Und dort versuchen ein bisschen weiterzukommen. Und wenn wir dann morgen streamen, wir werden sehen, was passiert. Ich sage es ganz ehrlich, für Showdown habe ich nicht so richtig Zeit. Aber ich will mir natürlich ein paar Coins holen. Letzter Meilenstein wird es definitiv nicht werden, wenn ich es überhaupt schaffe, dieses Wochenende, weil ja wieder, glaube ich, mit Dieven was ist. Wenn ich es überhaupt schaffen werde, 500 Ruhm dort halt zu erlangen, da werden etliche Stunden heute Abend ins Land gehen. Und ob ich darauf wirklich Bock heute Abend habe, glaube ich eher nicht, weil ich, sind wir wieder beim Thema Konsumverhalten. Mir nehme ich auch hier, es ärgert mich, dass ich mir das bestellt hatte, dieses Mario 3D All-Stars Collection bestellt hatte. Ich habe es aber wirklich aus dem Grund gemacht, weil von diesen drei Mario-Titeln, die da drauf waren, ich zwei tatsächlich noch nie großartig gespielt habe. Und das halt gerne jetzt so nutzen möchte. Muss ich nur gucken, ob meine Frau mich an die Switch lässt. Bei ihrer Animal Crossing-Sucht. Aber will ich halt auch gerne noch reingucken. Will ich auch gerne noch reingucken heute Abend und vielleicht morgen vorm Stream, nach dem Stream mal schauen. Weil definitiv Stream steht morgen an. Ja, ihr Lieben. Ja, etwas kürzere Grinding-Ausgabe heute. Ich möchte es wirklich dann nicht in die Länge ziehen, weil ich mich jetzt einfach hier hätte ich mit Natalia machen sollen. Aber Natalia ist bei mir echt nicht gut gelevelt, ne? Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Und man muss sie halt vorne hinstellen. Egal. Egal. Leute, wir machen diesen Kampf jetzt hier noch zusammen und werden dann zum Ende der heutigen Grinding-Session kommen. Wenn ich dran gedacht habe, kriegt ihr jetzt sowieso heute vor der Grinding-Ausgabe noch, das habe ich nämlich echt vergessen. Schande über mein Haupt. Das Gameplay von der dritten Flash-Feud war es, glaube ich, gewesen. Habt ihr dann noch um die Ohren gepfeffert gekriegt. Also Gameplay-technisch, was Champions angeht, ist aber, glaube ich, sowas von versorgt. Erst recht, alle die dieses Wochenende natürlich ordentlich Showdown grinden möchten, die haben dann quasi nebenbei eine ordentlichste Berieselung. Und ich sag's, ich ersehne den Tag, wo ich endlich mal diese zwei beschissenen 4 Goldschleifen für Doin kriege, dass ich endlich mal meinen ersten 5-Sterner begrüßen kann. Oder halt diese eine 5-Sterne-Goldmarke für den guten Vince McMahon. Da freue ich mich dann natürlich auch. So, wir müssen hier Gelb nehmen. Und dann war es das so gewesen hier mit der guten Becky. Die restlichen Fights werde ich, denke ich mal, über den Tag heute noch so ganz giga gemütlich machen. Ja, wie gesagt, ich sehe das mit den Events und Touren gerade wirklich so, das rauszuholen, was geht. Gerade die Marken für meine 5-Sterne-Entwicklung, für die 4-Sterne-Entwicklung.
Und muss dann halt auch gucken, weil klar, cointechnisch muss ich jetzt auf jeden Fall Kane vorbereiten, damit dort da alles ready ist. Und dann überlege ich schon, wen ich danach mache, weil dann habe ich cointechnisch nämlich erstmal die hochgezogen, was ich möchte. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, weil ich dann wirklich überlege, wo machst du denn als nächstes was rein? Wo machst du denn als nächstes was rein? Ich glaube, es wird der gute Akrobat Macho Man werden, ne? Weil ich halt Akrobaten Legends Era ziemlich schlecht bestückt bin. Und ich glaube, da werde ich bei dem guten Kollegen dann jetzt nämlich leveltechnisch ein kleines bisschen weitermachen, weil ich nämlich auch geguckt habe, bei den Akrobaten bin ich 4 Sterne Goldmarken technisch sehr gesegnet. Also ich glaube, ich habe da 37 oder 38, hätte wie gesagt so die 4 Sterne Goldmarken zusammen, um den Macho Man auch gerne auf 4 Bronze schon mal zu machen, 4 Silber nochmal zu machen, und mir würde der ganze Schüssel für den guten Ricochet gar nicht flöten gehen, um ihn dann halt auf 5 Sterne zu machen. Deshalb gucke ich auch in der Richtung jetzt gerade so ein bisschen. Ja, das ist der Plan. 5 schwarze Poster, nehme ich doch mit. Ihr Lieben, soll's gewesen sein. Wie gesagt, Lacey Evans Video, kriegt ihr noch um die Ohren gepfeffert, macht euch keine Sorgen. Und ihr seht's, ne? Haben wir gerade den TP-Contest aktiv? Lasst mich mal ganz kurz gucken. weil wenn wir noch ihn aktiv haben, dann kann ich natürlich bei Ricochet das dort reinhauen, weil ich verliere sonst ja auch ein bisschen den Überblick. Ach, haben wir noch aktiv. Das ist natürlich sehr schön. Weil so, ich will ja auch ein kleines bisschen was dafür kriegen, wenn ich da schon was reinhaue bei den Superstars. So, dann machen wir das hier natürlich noch fertig, weil ich vergesse das sonst. Pupp. So. Und dann ist Ricochet manövertechnisch und cointechnisch ready. Ihr seht, es geht natürlich um die 5 Sterne Goldmarken, aber der Rest, 37 habe ich gehabt. Ah, da sehe ich es. Hier, 5 Sterne Silber, genug da. Also ich kann mich wirklich, was Marken angeht, wirklich um meinen Macho Man dann erstmal kümmern. Muss dann halt nur postertechnisch mal sehen, wie ich das dann so handhabe. Wo? Bei 5000er Wert hatte ich den gehabt, glaube ich. Da ist er doch. Muss ich halt schauen. Blau ist dann natürlich, obwohl blau habe ich eigentlich gar nicht so wenig. Ah, der hat doch auch Violett gebraucht, ne? Nicht schwarz? Ach, na, das ist ja cool. Ne, ich dachte, der hat auch Violett gebraucht. Na, das ist doch geil. Dann machen wir den weiter, na klar. Und dann habe ich dann wenigstens schon mal auf 4 Sterne dann. Das ist doch in Ordnung. Da kümmere ich mich dann um Macho Man nebenbei noch ein bisschen mit. Oh, geht's mit dem auch endlich mal ein bisschen nach vorne. Shane. So, wir haben jetzt hier wieder irgendwie einen kleinen Meilenstein. Bestimmt bei die Poster. Ah, immer her damit. Ich brauche T-Shirts für 4 Sterne Goldmarken, dass man sich dort eventuell nochmal ein paar holen kann. Ja, Leute. Ihr seht's, ne? Ihr seht's, Spaß immer noch da, Spaß immer noch geweckt, was Champions angeht. Erst recht jetzt bei mir mit der Entwicklung der Superstars halt bei mir. Und ja, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Schöne Grinding-Ausgabe, schönes Thema auf jeden Fall wieder. Die Zeit ist wieder rasend vergangen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Habt noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns sonntags im Stream. Was gestreamt wird, Leute, behalte ich mir noch vor. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Aber wir werden schon eine tolle Zeit miteinander haben. Ihr Lieben, das war's jetzt aber wirklich. Ich, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Nö. An der Stelle gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Und an dieser Stelle bleibt mir jetzt nur noch übrig zu sagen: Keep on Wrestling, und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.